Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von My Hero Academia, Staffel 4, Episode 20. Oh, jetzt geht's richtig los. Takayami mit seiner Gitarre. Oh Gott. Oh, das wird schwer. Vor allem, dass Ida dabei ist, das ist ja mal richtig lustig. Oh, wie süß. Was? Oh mein Gott. Also zumindest hat er jetzt eine zweite Karriere, die er anfangen kann als Komiker. Oh Gott, die Mina lässt die Gruppe Blut und Wasser schwitzen. Das sehe ich jetzt schon. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an eins von unseren Schulfesten. Da haben wir auch getanzt. Wie bitte? Ob das seine Tochter ist? Oh mein Gott. Ja, ich wusste, dass er das erlaubt. Ah. Wir müssen aufpassen, dass sie keinen Overkill bekommt, weil sie ist an all das ja überhaupt nicht gewöhnt. Die ist genauso groß wie Vendetta. Kann den Kerl bitte jemand entfernen? Nee, woher soll sie denn wissen, wer du bist? Goldtips Imperial. Oh, ich möchte auch mitmachen. Das sieht nach richtig viel Spaß aus. Wie sie alle denken, dass es seine Tochter ist. Cool. Ah, da ist er ja wieder, der Tetsu Tetsu. Wenn er was gegen Eri sagt, dann schmeiße ich ihn aus dem Fenster. Ja, ignoriert dich.
Was ist dein Problem, Junge? Wirklich. Romeo und Julia und der Gefangene von Azkaban. Was? Ja, bitte, Gott sei Dank. Oh, die tun mir echt leid, die mit ihm in einer Klasse sind. Ach, das ist ja das erste Mal, dass er bei dem Schulfest mitmacht. Klar, dass er davon nichts wissen kann. Wow. Hoho. Nicht schlecht. Dies beides. Ja, ganz schön große Hupen. Oh Gott, wenn sie ihm noch näher kommt, dann bricht er zusammen. Die können definitiv auch in One Piece vorkommen. Vor allem wegen den Augen hier. Ich könnte mir ihn auch als Designer vorstellen. Ja, das kenne ich. Wir verstehen uns. Die ist ja niedlich. Ja, ich kann nicht verstehen, wie sie nicht gewinnen kann. Die ist so hübsch. Er hat so viel Persönlichkeit. Ja, die denkt bestimmt so, oh, so wie die will ich auch aussehen, wenn ich groß bin. Sie wieder. Wow. Ja, stimmt, die nennt ja ihre Erfindungen immer ihre Babys. Ich finde es aber schade, dass die nur bei dem Fest leuchten können. Sie sollten eigentlich immer ihren Moment kriegen. Oh Gott, ich hoffe, es explodiert nicht. Hör bloß weg. Bis sie gar nicht weiß, was los ist. Sie kommt wie so ein Auto. Lunch Rush. Ich glaube, sie ist ein bisschen überfordert von all dem. Die denkt bestimmt, das ist ein Kuscheltier, oder? Ich wünschte, die Schulfeste bei uns wären so. Aber uns gibt es das gar nicht. Ach, lass den Kindern doch ihren Spaß. Das ist doch wichtig, dass sie ein bisschen Ablenkung haben von all dem Stress. Oh, legt euch nicht mit Nese an.
Was ist das denn? Ja, lass den Kindern doch einfach ihren Spaß. Gott, ich hoffe echt, dass hier nichts passiert. Oder dass sie nicht irgendwie wieder angegriffen werden. Was macht er eigentlich? Für was ist er zuständig? Nee, oder? Aber für was? Wahrscheinlich hat er kein Talent dafür, oder? Oh, war ja. Oh nein. Oh komm, das kannst du ihm nicht antun, oder? Hä? Ja, aber warum gerade ihn? Oh, das tut mir leid für ihn, wirklich. Es ist schon ein bisschen ungerecht, wenn sie das einfach hinter seinem Rücken entscheiden, oder? Es erinnert mich an mich, wo sie mich nicht haben mitmachen lassen, weil ich so lang krank war. Naja, was soll er machen? Wenn er es nicht macht, dann fehlen den Leuten Mitarbeiter. Schade. Ich hätte ihn gern tanzen gesehen. Ja, aber ich dachte, er hat das jetzt inzwischen unter Kontrolle. Ja, aber wie hat er das eigentlich gemacht? Ich meine, er hat es bekommen und hat es einfach benutzt, ohne dass er es trainieren musste. Wieso ist das jetzt eigentlich bei Midoriya ja so ganz anders? Was ist das? Weiß nicht, das ist komisch. Dass sie genau in dem Moment auftaucht. Ja, sie ist interessiert an dir, damit du ihre Erfindungen ausprobierst. Deswegen. Aha, da schau her. Was ist das wie das aussieht. Es hält nicht mehr so wirklich lange. Ja, das könnte ein Problem werden, wenn er sich daran gewöhnt.
Ich könnte mir echt vorstellen, dass sie irgendwann einen Café aufmacht. So als Nebenjob. Oh Gott, jetzt fängt die wieder an zu blabbern. Blabber. Das Video von Allmalt. Gentle Video, oh Gott. Ah, der wieder. Was hat denn der mit dem Tee gemacht? Das sieht ja furchtbar aus. Guckt das überhaupt jemand an? Hat nur Daumen runter, aber keinen einzigen nach oben. Arme Kerl. Aber was ist überhaupt sein Ziel? Ich verstehe das nicht ganz. Warum wird er nicht einfach ein Hero, der Tee kocht? Oder macht das zu seinem Trademark? Die Nase. Ich frage mich, ob La Brava irgendwas mit La Traviata zu tun hat. Okay, jetzt plant er seine Attacke. Ob er da überhaupt durchpasst? Ja, aber das könnte er sich alles sparen, wenn er sich erst später umzieht. Works on. Ist ja bestimmt, kommt bestimmt von Lawson, oder? Er muss dort seinen Tee trinken, okay? Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Ach so, ein Teepäuschen, bevor er angreift, oder? Mhm. Aha, da schau her, okay. Ja, aber will er das Ganze für sich selber machen oder für die Gesellschaft? Oder weil er mir. Ja, komm, jeder fängt so an, oder? YouTube. Die Leute auf YouTube sind können manchmal sehr böse sein. Er will mehr Zuschauer haben, okay.
Ich glaube, sie ist mehr ein Stalker als ein Fan. Gott, wie dramatisch. Oh Gott. Wie aus einem alten Shoujo-Manga. Ja, es ist nicht einfach, berühmt zu werden, ne? Aber ich verstehe nicht ganz, was jetzt eigentlich sein Ziel ist. Also er will mehr Zuschauer haben, aber warum muss er dafür die Schule angreifen? Ich meine, das führt ja eigentlich eher zum Gegenteil, oder? Dass die Leute nicht mehr mit ihm zu tun haben wollen. Wenn er seinen Channel ein bisschen ausbauen würde, dann würden wirklich die Leute auch eher zuschauen. Und wahrscheinlich hat er einfach nichts Interessantes zu erzählen. Oder könnt ihr irgendwelche seltenen Teesorten vorstellen, dann würden die Leute auch zugucken. Aber klar, heute brauchst du natürlich irgendwas Großes, Besonderes, dass Leute überhaupt einmal hinsehen. Ja, dann kann er ja dann zukünftig vom Gefängnis aus live bloggen. Oh. Es ist immer er, der auf die Bösewichte trifft. Oh. Das gibt Ärger. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, dann gebt mir ein Like oder subscribt, wenn ihr folgen. Und danke fürs Zusehen. Bye, bye.